Ja, wo bist denn du jetzt? Meta. Oh je. Ja. Ah, jetzt gibt's Es hat Ärger. ja die Meta Connect gegeben. Also das erste Video ist das halt alles kurz zusammengefasst. Machen wir es kurz. Meta hat die Quest 3S vorgestellt. Ja. Das ist jetzt quasi das Nachfolgemodell von der Meta Quest 2, oder? Oder war es 3? Ich weiß es gar nicht auswendig. Drei. Meta Quest, ja, okay, entschuldige. Kannst du dir Meta. die ersten zwei Links habe ich in Slack eine kopiert, kannst du die anderen noch eine schmeißen? Warte mal, ich hab Slack gar nicht offen. Ah, deswegen so wenig Input von dir. Ja. Das scheiß Slack. Hey, das erspart mir viel Arbeit. Das erspart dir viel Arbeit. Ja. Weil ich die Links nicht mehr einzeln rausdüdeln muss. Ja. Also die ersten zwei Videos habe ich drinnen, aber die anderen könntest du vielleicht So, reinschmeißen. warte mal. Damit die Die User nicht er mein sinnloses Geklickse los sehen. Also, das heißt, die Connect und Quest 3S hast du drin. Ja, genau. Okay, passt. Nachher hauen wir das einmal rein. Also, kann ich da eigentlich mehrere gleichzeitig auch Na, kopieren? na. Okay. Wieder was. Jetzt ist schwierig, jetzt kopierst du und Connor redet zu dem Video. Jedenfalls, die Quest. Nein, so was. Also, ich Ja, kopiere okay, ist leider gut. schnell rein. Ja, mach das schon, ist schon okay. So, gut Ding braucht Weile. Ja, eh. So, also, es war die 3S, das ist jetzt das Nachfolgemodell, das ist ein bisschen günstiger. Ja, das ist kein Und Nachfolgemodell, das ist eine abgespeckte Version ja, von der Quest 3. genau, ja, ist genau, stimmt. Ist eigentlich das Nachfolgemodell dazu, ist ein bisschen günstiger, kann aber eigentlich das Gleiche. Ja, nettes Spielzeug, da ich die 3 erkennen und so mal geliehen bekommen habe, macht Spaß, funktioniert da alles. Ja, also es bleibt ganz nett. Also, wenn man vielleicht Developer ist und Ideen hat, super, also dann kann man sich sowas schon holen. Das ist das, was vielleicht interessanter war, was sie dann vorgestellt haben. War dann auch, dass du jetzt an relativ einfach die mit einem Windows-Computer verbinden kannst. Das heißt, dann hast du einen erweiterten Monitor. Ja. Das geht jetzt relativ simpel mit Windows, was auch gut ist, was es dann schon erleichtert. Und was natürlich das große Ding war, war dann das Meta oder der Prototyp Orion oder Orion. Und das ist schon beeindruckend, was Meta dann hat. Ich meine, es ist ein sündhaft teurer Prototyp, nehme ich an. Und das schaut halt dann eigentlich aus wie diese Meta-Ray-Ban-Kooperation. Und ja, das ist halt dann Du bist jetzt bei der so. Brille, gell? Bei der einfachen Genau. Brille. Ja, die Schweine viel, schweinisch viel Geld Ich meine, kostet, gell? und vor allem, was da halt super ist, da haben sie in Großteil halt ausgelagert in eine separate Hardware-Box. Und du hast dann halt so Armbänder dran, das heißt, das erkennt es dann alles. Und das ist dann sowas, wie man sich dann schon vorstellen könnte, dass das dann tatsächlich Sinn ergibt. Ich meine, da sind wir wahrscheinlich halt nur etliche Jahre davon entfernt, bis das marktreif ist oder annähernd leistbar. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber das schaut dann schon sehr verblüffend aus. Ich glaube, der Style hat sowas von Produktionskosten von knapp 8000 Euro, glaube ich, gell? Ich bin mir nicht sicher, allein, ich glaube, das Ding hat Entwicklungskosten, die schon mal horrend Ja, waren. aber die Produktionskosten Ja. von einem Stück sind einmal schon einmal so. Also die Hardware und das komplette Ja, Material, was da ja. und die Produktion, wie man es baut, die ganze Zeitaufwand hat schon 8000 Dollar, also. Ja, und das ist halt nur, auch wenn man sich das so anschaut, das sind halt nur, dass man sieht halt, das ist kein fertiges Produkt. Es wirkt noch recht klobig. Was ich allerdings ziemlich cool finde, ist diese Gestensteuerung. Ja, die Also ist man super. kriegt quasi so eine Art Wristband, also man hat so ein Armband rum und kann nachher mit die Finger tippen, also die Finger aufeinander tippen. Und Genau, das ja. registriert dann welche Finger. Und das ist ja ziemlich cool, weil man sieht diese eh am Arm.
Da werden ganz andere Muskeln beansprucht und dadurch, welche Muskelpartie bei welchem Finger beansprucht wird, löst man auch unterschiedliche Aktionen aus. Also das ist ziemlich cool. Also die Idee ist schon Hammer. So was Ähnliches gibt es ja übrigens auch für die Apple Watch. Also so ein Fingertipp, so ein Tack-Tack, Ja. gibt es auch für die Apple Watch. Das ist in die Bedienungshilfen, kann man das einschalten. Irgendwann, oder ich glaube seit dem 9er Modell ist es so, ist es jetzt ein offizielles Feature, glaube ich. Davor war es in die Bedienungshilfen, da hat man auch durchaus einen Tipp. So, Tack-Tack, kannst du über die Apple Watch Bestätigung machen. So, Tack-Tack, oder Siri Genau, das. aufrufen oder irgendwas. Das ist ziemlich cool, finde ich. Und Das ist so der Punkt, wo man halt sieht, okay, Augmented Reality wird sicher irgendwann ziemlich nützlich werden. Und war mal froh, dass sie das, dass das mal wirklich der hergezeigt haben und was die wirklich arbeiten. Was ich ziemlich bemerkenswert gefunden habe, und das sieht man nur im Video von The Verge auch, der Mark Zuckerberg, der wirkt nicht mehr wie irgendein komischer Roboter, sondern er wirkt nein, fast schon sympathisch. Ja, also rein vom Ding her, ja, Wie er ist sich das gibt, jetzt. nicht mehr so ein starrer Mr. Data, so, Ja. sondern er wirkt locker, cooler, locker. Ich glaube, das. Also ja, er wird, glaube ich, den komischen Elon Musk da schon fertig machen, wenn sie mal in den Teufelsring steigen. Gut, ich meine, das ist eine andere Geschichte, ist ja wurscht, ich meine, Elon Musk macht sich eh selber fertig, Ja. also passt schon, der macht es allein. Aber ja, cool. Ich habe jetzt gerade einmal so nur grob die Übersicht bei Geizhals einmal aufgemacht. Und du kannst die technischen, de kannst zwei Sachen in die Vergleichsliste hauen und vergleichen. Also die MetaQuest 3 hat eine Auflösung von 2064x2208 pro Auge. Ja. Und die 3S hat eine leicht geringere Auflösung von 1832x1920 pro Auge. Ein bisschen ein geringeres Sichtfeld, 110 zu 96 und 96 zu 90. Ja. Aber sonst sind da jetzt die Unterschiede nicht so schlimm, weil Body Tracking hat die 3S dabei und offensichtlich hat es die 3er gar nicht. Wobei das eher Softwaregeschichte ist. Allerdings sehe ich da jetzt keine Informationen zu den. Der Akku ist etwas kleiner. Ja. Aber gewichtsmäßig sind sie dieselben. Also wahrscheinlich etwas. Die Komponenten, die verbaut worden sind, sind etwas schwerer. Dafür ist der Akku etwas leichter. Ich sehe leider keine Infos zur Rechenleistung und zum verbauten RAM. Das steht da jetzt nicht. Aber auf alle Fälle interessant, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir da wahrscheinlich auch eher, wenn ich mir das hole, würde ich mir das wirklich gebraucht kaufen. Ja, der Unterschied ist momentan knapp 150 Euro. Ja, ich sag so, die drei, wenn ich jetzt auf die schnelle Suche, du kriegst sie bei Willhaben um 350, die Dreier, die Ja, normale Dreier. ja. Also, und es ist sowieso, was ich da aus Erfahrung sagen kann, es kostet bei der MetaQuest alles, was es dann gemütlicher macht, Aufpreis. Also wenn du dieses Kopfband, dieses bessere haben willst, das kostet extra. Ja. Also du musst alles extra kaufen. Jetzt habe ich da kurz schnell einen Unterschied gefunden. Also 8 GB RAM hat die 3S. 8 GB RAM hat auch die 3. Ja, zum Prozessor steht da jetzt gar nichts Großartiges. Na. Für mich ist das halt immer noch so eine Frage. Also, du hast es ja mal geliehen gehabt. Wäre das für dich Ja. irgendein Gadget, was du regelmäßiger verwenden würdest? Das Problem ist, es ist alles cool, nur es nutzt sich halt brutal ab, weil das alles schwer ist, es wird warm, es druckt im Gesicht und damit ist quasi auch dieser Monitor, dass ich quasi mal da jetzt mehrere Monitore hinmachen kann, eigentlich obsolet, weil einfach das alles nicht super intuitiv ist. Also es ist alles mühsam eher. Und da ist halt wirklich das, ich möchte eine kleine Brille aufsetzen und dann meine Monitore haben. Dann ist super. Ja, genau, ja, klar, ja. Und
Und es fängt dann halt an, wenn du jetzt die Meta-Quest regelmäßig benutzen möchtest, dann musst du fast die Ladestation kaufen, weil sonst musst du drei Teile aufladen. Das wie was ist ja. Ja, na du, die beiden Controller haben Batterien drinnen. Aha. Das heißt, und wenn du die laden willst separat, musst du die Ladestation kaufen. Okay. Wie tust Also du das es heißt, sonst mit der Controller Batterie tauschen, oder? du hast halt quasi wieder aufladbare Batterien und dann musst du halt wirklich tauschen. Also, aber wirklich ganz normale AA-Batterien oder 3A-Batterien. Das sind die größeren AA. Und das ist halt auch schon das mühsam, wenn dann quasi, was weiß ich, alle paar Tage die Batterien wechseln musst. Ja, klar. Und dann musst du das Headset halt dauernd aufladen. Und du brauchst vor allem eins, wenn du das wirklich gut nutzen willst, du brauchst einen relativ großen Raum, wo relativ wenig um die rum ist. Also du solltest da kein Mensch sein, der Räume extrem vollstellt. Also das ist eher Minimalismusprinzip, wie ein Raum machen solltest. Ja, gut, das war aber eigentlich auch schon zum Beispiel bei einer PSVR oder sowas oder Ja, richtig, du brauchst halt VR1, du Platz. brauchst halt Platz, ja. Genau. Weil sonst bringt da das nix, ja. Okay. Cool. Okay, ja, Ja. ich weiß nicht. Ich war zeitweise echter Verfechter von der PSVR damals, wo ich sie gehabt habe. Und ich habe auch relativ viel drauf gezockt, das stimmt schon. Und sagen wir, recht lange und sehr regelmäßig. Also wird sicher eineinhalb Jahre gewesen sein, wo ich regelmäßig drauf gezockt habe. Aber so wie du sagst, irgendwann nutzt sich's dann ab. Und das Kim, es nutzt sich vor allem am Content nachher gar ab. Ich könnte mir jetzt sowas nicht vorstellen, als virtuellen Monitor zu verwenden und da meine Tiles und meine Screens irgendwo aufzustaffeln. Das gleiche ist ja bei mir bei dem Apple Vision Pro ja genau das gleiche. Also ich könnte mir nicht vorstellen, das wirklich zum Arbeiten oder zum Film schauen längere Zeit aufzuhaben. Eher was für eine Stunde zocken und das war's. Ja, und das ist auch laufend eher mühsam. Und das ist dann laufend auch eher mühsam. Und das nutzt sich nachher auch relativ schnell am Content ab, weil ja, du musst halt relativ regelmäßig halt auch deine Games kaufen und kaufen und kaufen und kaufen und kaufen. Und ja, weiß nicht. Da hat man dann die nächste Plattform, wo man einen ziemlichen Pile of Shame hat, also. Mir reicht Steam und Good Old Games. Und der Epic Games Store, wo ich mir immer die kostenlosen Spiele klicke. Ja, okay, cool.